Es war am 16. Mai 1984, um ca. 6 Uhr morgens. Wir standen da, ich und Christoph Boucher in Bethaniendamm in Kreuzberg und wir wollten eine Tür an der Mauer eindübeln. Die SFB waren da und wollten das Ganze filmen. Und plötzlich ein Mitarbeiter des SFB schrien und sagt: "Alle zurück, schnell!" Und plötzlich kommen Soldaten hoch und sagt: "Bürger von West-Berlin, verlassen Sie sofort unsere Republik." Da haben wir aber eine schreckliche Angst gehabt und haben wir unsere Sachen weggepackt und sind wir weggegangen. Danach kamen noch vier Soldaten dazu. Zwei waren bewaffnet, ein war der Fotograf und der vierte war der Chef. Und die haben die Leiter nach Westen geholt und sind runtergegangen und haben alles gefilmt, erstmal. Und unser Objekt abgeschraubt, eine Tür, ein Waschbecken, eine Pissoir und noch ein paar Schuhe. Und die haben dieses Objekt weggenommen.